Im Bonner Cum-Ex-Prozess gegen den ehemaligen Steueranwalt Hanno Berger hat das Landgericht Bonn eine Freiheitsstrafe von 8 Jahren verhängt. Berger habe sich in 3 Fällen der schweren Steuerhinterziehung schuldig gemacht, sagte Richter Roland Zickler am Dienstag. Der Steuerexperte habe ganz erhebliche kriminelle Energie an den Tag gelegt. Berger gilt als einer der geistigen Väter des Betrugssystems, mit dem sich Investoren eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Aktiendividenden vom Finanzamt doppelt erstatten ließen. Die ursprünglich angenommene Schadenshöhe aus den Geschäften zwischen 2007 bis 2011 lag bei insgesamt gut 278 Millionen Euro. Die Kammer hat zahlreiche Strafzumessungskriterien hier genannt, die zu Lasten des Angeklagten zu berücksichtigen waren. Die hohe kriminelle Energie, die besondere Bedeutung dieser Art von Wirtschaftskriminalität, der extrem hohe Steuerschaden, der dem Fiskus entstanden ist und dass der Angeklagte auch bis zuletzt eigentlich die Kammer davon überzeugen wollte, dass er doch Recht getan hat. Das sieht Bergers Verteidigung allerdings anders. Der Mandant hat ja sein Geständnis am Schluss nochmal wiederholt. Es mag sein, dass seine Vorträge zwischendrin über die Rechtslage, so wie er sie damals gesehen hat, und auch seine sonstigen Rechtsausführungen den Eindruck erweckt haben, als wolle er sein Geständnis revidieren. Wir sehen das anders. Wir haben erlebt, dass er in der Tat da auch Einsicht gezeigt hat. Es mag sein, dass das Ganze in der Hauptverhandlung ungeschickt von ihm rübergekommen ist. Der 72-jährige Berger werde das Urteil prüfen und dann über sein weiteres Vorgehen entscheiden, sagte sein Verteidiger.